Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum heutigen Webseminar bei Kiesel zum Thema Grundierungen. Mein Name ist Alexander Mack und ich begrüße Sie einmal mehr hier in den neuen Räumen der Denkfabrik in Esslingen. 11.11., heute haben wir Karnevalsauftakt. Ich habe mir aber keine Jecken eingeladen, sondern sehr kompetente Kollegen. Und da begrüße ich recht herzlich mal zu meiner Rechten den Herrn Lauser, der Leiter der Anwendungstechnik bei Kiesel. Hallo, Herr Lauser. Hallo, Herr Mack. Schön, dass Sie heute da sind. Und zu meiner Linken zwei Kollegen, den Herrn Dreher, der Leiter der Anwendungstechnik, Fußbodentechnik. Herr Lauser wird nachher eher den Part Fliese auch abdecken, der Herr Dreher den Part Fußbodentechnik. Und natürlich den Herrn Körner, der ganz außen steht, der dann tatkräftig nachher helfen wird. Ich hoffe, Ihnen geht's gut, Sie sind gesund, sehen auf jeden Fall mal topfit aus. Wir sind gesund, wohlgenährt. Wohlgenährt sind wir auch, genau. Und dann können wir jetzt ins Thema einsteigen. Wie Sie das kennen, am Anfang ein paar Fragen. Herr Lauser, ja. Die erste Frage an Sie. Thema Grundierungen. Warum sind denn die erforderlich und was sind denn so die wesentlichen Aufgaben von Grundierungen? Also die wesentliche Aufgabe von Grundierungen sind jetzt zunächst mal, dass der Staub, der ja immer in einem Bauvorhaben vorhanden ist, auch Mikrostaub, dass der zunächst gebunden wird, dass dann die Saugfähigkeit, wir haben ja dann jetzt Zementfließestriche, Zementestriche oder auch Putze, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes auf ein Minimum herabgesetzt wird, damit eben nachher Materialien wie Fliesenkleber, Spachtelmassen, standfest als auch selbstnivellierend sich wirklich gut mit dem Untergrund verbinden. Also eine Grundierung hat einfach haftaktive Aufgaben. Deswegen wird die dafür verwendet. Vielen Dank. Und das ist auch der wichtigste oder sind die wichtigsten Gründe dafür. Und nachher bei der praktischen Vorführungen werden Sie sicherlich da werde ich einiges noch zu der jeweiligen Grundierung sagen. Ja. Manfred, Frage an dich. Thema lösemittelhaltig. Haben die Kieselgrundierungen noch Lösemittel drin oder sind die frei? Nein, alle unsere Grundierungen und auch Vorstriche sind lösemittelfrei. Das zeigt sich auch an der Klassifizierung. Alle Produkte von uns, in dem Fall Vorstriche, Grundierung, haben das EC1 Plus oder EC1-Symbol. Das heißt, dahin wird sichergestellt, dass solche Produkte lösemittelfrei sein müssen. Sonst kriegen wir diese Klassifizierung überhaupt nicht zustande. Gut. Herr Lauser, noch eine Frage an Sie. Warum werden denn die Grundierungen auf Dispersionsbasis mit Wasser verdünnt, wenn sie auf saugfähige Untergründe eingesetzt werden? Und natürlich umgekehrt, warum bei nicht saugfähigen Untergründen nicht? Das liegt daran, dass wir die Grundierungen, die ich nachher im Detail noch vorstellen werde, dass das Konzentrate sind. Und das Wort Dispersion bedeutet ja nichts anderes als feste Teilchen, ganz kleine Teilchen, aufgeschlemmt in einer Flüssigkeit und das ist Wasser. Und jetzt gebe ich dann zu der Grundierung nachher noch Wasser hinzu und dieses Wasser ist einfach das Transportmittel für diese festen Teilchen, dass die in die jeweiligen Kapillarporen des Untergrundes sozusagen transportiert werden und nachher dann einen klebeaktiven Film bilden. Das Gegenteil ist dann der Fall, wenn Sie jetzt zum Beispiel so einen glatten und dichten Untergrund haben, wie solch alte Fliesenbeläge, die ja gar nichts aufnehmen. Da wäre es eher kontraproduktiv, wenn ich das Wasser reinmische, weil da müsste viel mehr Wasser, als ohnehin jetzt in der Grundierung drin ist, nach außen trocknen oder abtrocknen. Das würde eine Verlängerung der Trockenzeit bedeuten, einen wesentlich dünneren Film, instabileren Film und eine viel, viel längere Trocknung. Und das ist der Grund, warum man auf nicht saugfähigen Untergründen pur, unverdünnt grundiert und auf saugfähigen verdünnt. Okay, super, vielen Dank. So, bevor wir jetzt gleich loslegen hier mit den praktischen Vorführungen, eine letzte Frage noch an dich. Wo sind denn Grundierungen zwingend erforderlich und warum? Gut. Zwingend erforderlich sind Grundierungen auf saugfähigen Untergründen vor dem Spachteln oder dementsprechend vom Applizieren von Spachtelmassen. Das ist ganz wichtig, wenn man da keine Grundierung einsetzen würde, würde praktisch der Untergrund der Spachtelmasse sofort zu viel Wasser entziehen und sie würde regelrecht verdursten und dementsprechend würde dann die Verbundhaftung nicht mehr gewährleistet sein. Darum ist es ganz wichtig, auf saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten zumindest eine Grundierung, einen Vorstrich aufzubringen. Okay, vielen Dank. Gut, genug der Worte. Ich würde sagen, gehen wir in die Praxis über. Sie sehen, wir haben einiges vorbereitet. Für Sie zu Hause bei Facebook und YouTube noch den Hinweis, Sie können natürlich Fragen stellen. Wir werden die versuchen, dann im Laufe des Webseminars einfließen zu lassen. Also, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß und viel Vergnügen und sehr aufschlussreiche Momente mit den Herren von der Anwendungstechnik. Vielen Dank.
Also vielen Dank, Herr Mack. Dann möchte ich jetzt zunächst, liebe Zuschauer, liebe Kunden, mal zu ein paar Grundierungen, die wir anbieten, vorstellen und generell noch was zu Grundierungen zu sagen ist. Wir unterscheiden die Einsatzbereiche in saugfähige Untergründe und nicht saugfähige Untergründe oder auch gering saugfähige Untergründe. Bei den saugfähigen, da haben Sie zum Beispiel solche Zementestriche oder Sie haben Gipsputze, Sie haben Calciumsulfatestriche, Sie haben Porenbeton. Das wären saugfähige Untergründe. Bei den nicht saugfähigen oder dichten Untergründen sind ganz speziell hier solche alte Fliesenbeläge zu nennen. Das sind aber auch alte Natursteinbeläge. Das sind Gussasphaltestriche, die über keine Poren verfügen und deswegen kein Wasser aufnehmen. Das sind zum Beispiel auch Metalle, wie es so gibt, oder auch alte Klebstoffreste. Aber dazu später dann noch mehr. So, jetzt zunächst mal zu den Grundierungen, die wir im Hause Kiesel anbieten. Das ist eine Auswahl davon. Es gibt noch ein bisschen ein paar mehr. Wir haben uns aber auf diese Auswahl begrenzt und nachher werden wir Ihnen auch nur 5 Grundierungen dann auch in der Verarbeitung zeigen. Da haben wir also hier außen in diesem großen weißen Behälter haben wir unsere Haftdispersion, die Okamul HD11, die dann für saugfähige Untergründe gedacht ist im Innenbereich. Wir haben daneben stehen den Okamul PV Universal, ein PV-Parkettvorstrich, der auch für saugfähige Untergründe gedacht ist oder eben auch als Untergrund unter bestimmten Parkettklebstoffen. Dann haben wir den Okamul GG, der kommt viel im Fliesenbereich zum Einsatz. Dann haben wir den Okatmos EG20, eine Universalgrundierung, hauptsächlich im Fußbodenbereich für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Wir haben dann die Okatmos UG30, das kennen die Fliesenleger, die Fliesenkunden unter Ihnen, die Universalgrundierung ebenfalls für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Die Okatmos DSG, die Dispersionssperrgrundierung. Dann haben wir noch die Okamul RSG, das ist ein Zweikomponentenprodukt, hauptsächlich im Fußboden, eine spachtelfähige Grundierung, besteht aus der Servoplan R300S und der Dispersion der Okamul RSG. Dann haben wir die Reaktionsharze vertreten in Form von dem Okamul PUV Schnell, also dem Polyurethan, harzgebundene Grundierung und dann, was Ihnen auch sicherlich bekannt sein wird oder vielen von Ihnen, die Epoxidharzgrundierung, die Okapox GF. Gibt es in 3 verschiedenen Gebindegrößen und obendrauf dann noch der Beschleuniger dazu, mit dem wir einfach die Trockenunterhärtungszeiten abkürzen können, verkürzen können. So, jetzt gehen wir mal ans Arbeiten dran. Der Herr Körner, mein Kollege aus der Anwendungstechnik Fliese, wird jetzt zunächst ein paar Grundierungen verarbeiten und was er vorher macht, das ist auch wichtig. Je nachdem, was für eine Grundierung Sie haben, haben Sie Feststoffe da drin. Zum Beispiel hier in der Okatmos UG30 schütteln Sie deswegen die Flasche vorher, dass wenn sich ein bisschen was abgesetzt hat, dass das eben dann gut verteilt ist. Er grundiert jetzt den nicht saugfähigen Belag, wir haben es ja eingangs auch schon gesagt, unverdünnt mit der Okatmos EG20. Die ist weißlich transparent, trocknet die auf. Erkennt man dann zum Beispiel auf dunkleren Untergründen, erkennt man dann eben einfach anhand der Farbe, wo man vorher grundiert hat und wo nicht. Bei den Grundierungen, wichtig, tragen Sie sie gleichmäßig auf, am besten im Kreuzgang und nicht zu viel Material, also keine Pfützen. Sonst, wenn das passiert dann, und zu viel Grundierung drauf ist, dann bildet sich an der Oberfläche der Grundierung eine Haut. Nach unten hin ist sie weich und wenn Sie dann mit dem Fliesenkleber durchziehen oder auch eine selbstnivellierende Spachtelmasse da auftragen, dann kann es eben in dem Bereich zu Ablösungen kommen. Das war die Okatmos EG20 im Gebäudeinnern auf saugfähige und nicht saugfähigen Untergründen und jetzt für den Fliesenbereich die Okatmos UG30. Und die beiden Grundierungen sind nahezu rezepturgleich. Der Unterschied ist die blaue Farbe und diese Grundierung ist auch noch mit einem Quarzmehl gefüllt, sodass gerade im Bereich der Fliesenverlegung einfach nachher für den Fliesenkleber, der dann direkt darauf aufgetragen wird, bei der Verlegung von Fliese auf Fliese, ein rauer, griffiger Untergrund vorliegt. Und wenn man es dann im Wandbereich verarbeitet, dass der Fliesenkleber dann auch noch seine entsprechende Standfestigkeit hat. Und Sie sehen es jetzt am Farbton Blau, man erkennt einfach,
die Flächen sind die gut, die man grundiert hat und die, die nicht grundiert sind. Und anhand der gleichmäßigen Farbe kann man auch einen gleichmäßigen Auftrag feststellen. Verbrauch von solchen Grundierungen, wenn man sie pur nimmt, liegt in Größenordnung von etwa 100 Gramm pro Quadratmeter. Und was ich dann auch noch dazu sagen möchte, das sind die am schnellsten trocknenden Grundierungen auf dem Markt. Und das werden wir Ihnen jetzt auch beweisen. Der Herr Dreher schaltet jetzt die Uhr an, die Stoppuhr an. Wir haben es jetzt aufgetragen und wir liegen da bei den Grundierungen in Trockenzeiten von etwa zwischen 10 und 30 Minuten. Und deswegen haben wir jetzt auch hiermit begonnen. Die OCADMOS UG30, auch noch eine Anmerkung, wird im Fliesenbereich, auch im Außenbereich eingesetzt, im Unterwasserbereich, in Schwimmbädern zum Beispiel, unter der Servocret RS, der Reparaturspachtel. Auch hier dient sie dann als haftvermittelnde Schicht. Und jetzt diese rosafarbene Grundierung ist unsere Dispersionssperrgrundierung, die OCADMOS DSG. Und das ist, wie ich schon eingangs gesagt habe, eine Grundierung und eine Feuchtigkeitssperre. Feuchtigkeitssperre im Bereich der Fliese, wenn Sie zum Beispiel großformatige Fliesen auf einen wasserempfindlichen Untergrund, wie zum Beispiel Calciumsulfat-Estriche verlegen, dann nehmen Sie diese OCADMOS DSG als Grundierung und Sperrschicht und können dann obendrauf die großformatigen Fliesen mit einem normal erhärtenden Fliesenkleber verlegen und müssen dann keinen Schnellkleber dafür verwenden. In diesem Fall ersetzen wir mit dieser Grundierung eine Epoxidharzgrundierung oder auch eine PU-Grundierung. So, der Herr Dreher, der wollte jetzt auch noch kurz was zu einem Versuch sagen und dann vielleicht auch noch für die Fußbodenzuschauer und unseren Kunden dann auch, wo Sie die DSG einsetzen. Wie gesagt, der Herr Laus hat es schon angesprochen, Dispersionssperrgrundierung. Im Fliesenbereich wird sie hauptsächlich eingesetzt, um den Untergrund zu schützen, sprich dementsprechend wird der Vorstrich aufgebracht, um dementsprechend den Untergrund vor nachträglichen Feuchtigkeit aus den Verlegewerkstoffen zu schützen. Bei uns im Fußbodenbereich wird sehr oft genau der Umkehrschluss betrieben, indem man bereits Restfeuchtigkeit aus Untergründen absperrt, damit die nicht schädlich auf die Verlegewerkstoffe oder auch den Bodenbelag einwirken. Ich werde hier mal einen Versuch starten. Wir haben hier zwei Taler aus zementärer Spachtelmasse. Einer haben mit der herkömmlichen Grundierung versehen und diesen Taler, diesen roten, Sie sehen ja identisch wie hier auf dem Boden, haben wir mit DSG beschichtet. Und zwar einmal 1:1 und einmal pur. Beide Taler legen wir jetzt einfach mal ins Wasser rein und dementsprechend werden wir nach Beendigung dieses Webseminars dementsprechend die Taler rausnehmen und Ihnen die Wirkung des Bereichs von einer Feuchtigkeitssperre anhand diesen Talern demonstrieren. Wie gesagt, bei uns, die DSG wird hauptsächlich eingesetzt als Absperrung gegen Restfeuchtigkeit aus Untergründen und da ganz wichtig, natürlich bedingt auf nur geeignete Untergründe und das sind in aller Regel Zementuntergründe, Zementestriche oder Betone. Da kann ich dementsprechend Restfeuchtigkeit ohne Schäden absperren. Alle anderen Untergründe, wo dementsprechend feuchtigkeitsempfindlich sind, darf ich keinesfalls Feuchtigkeit absperren. Das würde dann zu Schäden führen. Aber wir werden dann im Anschluss nochmals diesen Test dann dementsprechend beurteilen und dementsprechend noch weiter Ihnen das zeigen. Ich werde jetzt nochmals die Vorstriche auf saugfähige Untergründe vorstellen. Das ist einmal die EG20, der Herr Laus hat es ja schon gesagt, ein Vorstrich, der auf saugfähige wie auf nicht saugfähige Untergründe eingesetzt werden kann. Wir werden jetzt einsetzen auf saugfähige. Dazu ist es notwendig, den Vorstrich zu verdünnen. Ich verdünne den Bereich jetzt hier. Wir haben schon Wasser vorgegeben. 1:1 ist das Mischungsverhältnis. Das lege ich jetzt vor und dann trage ich praktisch diesen Vorstrich auf einen saugfähigen Untergrund auf. So. Dann kann man noch dazu sagen, Herr Dreher, was das Werkzeug anbelangt. Klar, eine kurzflorige Lammfellwalze, einfach damit nicht zu viel von der Grundierung liegen bleibt oder auch man kann auch Molybdänwalzen dafür verwenden. Der Verbrauch liegt hier, wenn Sie die Grundierung, egal jetzt ob OCADMOS EG20 oder OCADMOS UG30, wenn Sie die 1:1 mit Wasser verdünnen, haben Sie einen Verbrauch von etwa 75 Gramm pro Quadratmeter. So, der Herr Dreher zeigt jetzt auch, wie man es dann aufträgt. Am besten immer auch kreuzweise auftragen. So, dann ist dann auch die Fläche vollständig mit Grundierung entsprechend abgedeckt. Sie sehen jetzt auch hier,
zeigt sich dann die weiße Farbe. Man erkennt gut, was dann eben vorher grundiert wurde oder was auch nicht. Das erkennt man sehr schön jetzt an dieser Farbe. Und wie gesagt, es wird gleichmäßig aufgetragen. Vermeiden Sie Pfützenbildungen. Da kann es dann dazu kommen, dass einfach die Grundierung an der Oberfläche fest wird, aber nach unten hin noch weich ist. Und wenn Sie dann eine Spachtelmasse oder einen Fliesenkleber da aufziehen, dann kann es einfach dann beim Durchziehen schon zu Ablösungen kommen, bei den Spachtelmassen nachher auch beim Erhärten. Und gerade wichtig, auch das wollten wir hier noch sagen, die ganzen Kieselgrundierungen sind alle lösemittelfrei. Wir sind im Zeitalter der lösemittelfreien Produkte. Es ist heute möglich, nahezu jede Arbeit, jeden Anwendungsbereich mit lösemittelfreien Produkten abzudecken. Und das hat für den Verarbeiter, für unsere Fliesenleger, Bodenleger, Raumausstatter, Parkettleger den Vorteil, es ist auch nicht gesundheitsgefährlich bei der Verarbeitung. Und dennoch erreichen wir sehr, sehr schnelle, rasche Trocknung. Sie sehen es jetzt trägt Herr Dreher das, die Ocadmos UG30 auf, ebenfalls 1:1 mit Wasser verdünnt. Und das reicht dann auch schon aus, wenn Sie da nachher dann eine Spachtelmasse auftragen oder eben auch einen Fliesenkleber auftragen. Und dann haben Sie eben diesen wirklich klebeaktiven Film vorliegen und durch die Herabsetzung der Saugfestigkeit einen idealen, super tollen Haftverbund, als wenn man eben keine Grundierung einsetzt. Die Fliesenleger unter den Zuschauern wissen das auch, der Fliesenkleber an sich würde auf einem zementären Untergrund, ein hochwertiger Fliesenkleber, würde auch das zulassen, dass man nur vornässt und keine Grundierung einsetzt. Aber die Spachtelmassen, also alle Produkte, die nicht klebeaktiv sind, die benötigen die Grundierungen darunter. Jetzt gehen wir dann zu der Ocadmos DSG und tragen hier mal den ersten Auftrag auf. Und jetzt haben Sie vielleicht vorher auch schon zugehört. Wir haben ja gesagt, wenn wir das als feuchte Sperre einsetzen, dann machen wir das in 2 oder 3 Aufträgen. Jetzt wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja Mensch, da muss ich ja dann stundenlang warten, bis ich den nächsten Auftrag vornehmen kann. Das ist nicht der Fall. Auch auf Calciumsulfat-Estrichen gehen Sie her, tragen den ersten Auftrag verdünnt auf und sofort, nachdem die Grundierung matt weggeschlagen ist, also trocken ist, Oberflächen trocken, machen Sie den zweiten Auftrag. Und das ist in aller Regel schon nach 10 bis 15, 20 Minuten der Fall. Also Sie müssen nicht stundenlang warten, bis Sie den nächsten Auftrag applizieren können. Und wenn Sie dann den zweiten Auftrag drauf machen, den verwenden Sie ja dann pur. Auch das zeigen wir Ihnen nachher. Auch da haben Sie dann wieder, für den Fall, als ein dritter Auftrag drauf kommt, auch nur diese 10 bis 20 Minuten Trockenzeit und können danach sofort mit den Spachtelarbeiten beginnen. Also es fallen keine langen Trockenzeiten damit an. Und das ist eben auch eine Besonderheit dieser drei Grundierungen, die wir Ihnen hier jetzt vorgestellt haben. Und die Ocadmos DSG findet, wie wir schon gesagt haben, ihre Anwendung im Fliesenbereich, aber genauso im Fußboden- und Parkettbereich. So, der Herr Dreher kommt jetzt in den Bereich der Reaktionsharze. Er hat sich jetzt den Ocamul PUV schnell hergenommen. Eine einkomponentige Reaktionsharzgrundierung auf Basis Polyurethan. Sie sehen, das ist auch, die hat auch so eine honigähnliche Farbe, ist auch ein bisschen zähflüssiger. Auch hier, das zieht sich bei uns durch wie ein roter Faden, die Grundierung schnell trocknend. Sie haben hier in aller Regel nach etwa 50 Minuten sind die Flächen schon begehbar und Sie können dann einen zweiten Auftrag vornehmen. Oder aber Sie gehen dann her und grundieren mit Ocadmos EG20 oder Ocadmos UG30 und spachteln dann oder verlegen Ihre Fliesen drauf. Die Ocamul PUV Schnell ist in dem Fall ebenfalls für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe genauso gut geeignet und findet auch Anwendung unter zum Beispiel Parkettklebstoffen, wenn man dann direkt auf die Grundierung verlegt. Also nicht nur Fliese, sondern auch beim Parkett. Genau. Herr Dreher hat noch eine Anmerkung. Unter Parkett ganz wichtig, es ist unsere Systemgrundierung unter Parkett. Also wir können diese Grundierung unter alle unsere Parkettklebstoffe, wir haben ja praktisch eine Vielzahl, auch Polyurethan oder auch SMP-Basis Parkettklebstoffe. Und da ist ganz wichtig bei der SMP-Klebstoffe, dass ich eine gewisse Trocknungszeit einhalte. Beim PUV
sollte bei der Direktverklebung mindestens 3 Stunden abgewartet werden, bevor ich dann mit SMP-Klebstoffen, wie bei uns zum Beispiel Bakit EK, FPK oder ESP, direkt drauf verklebt werden kann. Also 3 Stunden mindestens warten, am besten über Nacht. Und dann vor allem wichtig, ein Zeitfenster einhalten. Sobald ich einen Vorstrich aufgetragen habe, muss ich innerhalb von 48 Stunden die Parkettverlegung darauf ausführen. Sonst kriege ich dementsprechend Verbundhaftungsstörungen. Und auch wichtig, der Herr Laus hat schon gesagt, wichtig bei dem PUV schnell, ein gleichmäßiger Auftrag, nicht zu dick auftrage. Wenn ich zu dick auftrage, fängt das Ding an zu schäumen und ich habe eine instabile Schicht. So. So, jetzt 50 Minuten Trockenzeit und dann kann man da auch schon, wie vorher genannt, weiterarbeiten. Herr Körner hat in der Zwischenzeit auch schon mal den Epoxidharz-Grundierung, die Okapox GF, angemischt. Das ist jetzt eine Zweikomponenten-Grundierung. Damit es schneller geht, haben wir das eben jetzt in der Zwischenzeit schon gemischt. Sie besteht aus der Härter- und der Basiskomponente. Beide Komponenten sind flüssig. Das heißt, sie durchstechen das Härtergebinde, das auf diesem Gebinde, auf der Basiskomponente oben drauf ist, mit einem Schraubenzieher. Dann läuft der Härter in das Harz rein. Es wird einfach kurz maschinell gemischt. Und dann ist das Material auch schon verarbeitungsfertig. Zweikomponentig heißt, jetzt kommt, glaube ich, gerade eine Frage rein. Frage gerade reinbekommen, und zwar Feuchtesperre bis wie viel Prozent abgedichtet? Ja. Bei welchem Produkt? Bei der PUV schnell. Gut, das Problem ist, dass wir hier immer leicht Zeit verzögern. Sagen Sie einfach beide. Also wie gesagt, bei der DSG, fangen wir an, bei der Dispersionssperrgrundierung, kann ich maximale Restfeuchtigkeit, wie gesagt, innerhalb von zementären Untergründen bis 4 cm absperren. Das heißt, wenn wir 2-3 cm vorliegen haben, Restfeuchtigkeit, reichen wir in dem Fall vollkommen 2 Aufträge aus. Das heißt, bei der erste Auftrag 1:1 verdünnt. Nach Trocknung, wie hier gesehen, erfolgt dann der zweite Auftrag pur. Und dann kann ich Restfeuchtigkeiten bis 3 cm absperren. Wenn die Restfeuchtigkeit höher vorliegt, in dem Fall 3-4 cm, trage ich einen dritten Auftrag auf. Das heißt, einmal 1:1 und dann 2-mal pur. Dann habe ich eine Sperrwirkung bis maximal 4 cm. Das Gleiche ist hier bei der PUV genau dasselbe Schema. 2-3 cm, 2 Aufträge, 3-4 cm, 3 Aufträge. Und dann habe ich diese Sperrwirkung maximal bis 4 cm gewährleistet. Bei der Okapox GF, die der Herr Körner jetzt aufträgt, da können wir noch eine Stufe höher. Die hat die höchste Sperrwirkung. Da können wir Restfeuchtigkeiten bis 7 Gewichtsprozent bei Beton zum Beispiel auftragen oder bei Zementestrichen bis maximal 15%. Also die bieten nochmal eine Steigerung, was die Absperrwirkung anbelangt. Aber auch wichtig natürlich, wenn ich absperre, damit ich einen gleichmäßigen Film kriege, muss ich im Kreuzgang dementsprechend auftragen, um gewährleisten zu können, dass ich auch überall die notwendige Menge an Vorstrich auf der Fläche habe. Weil sonst funktioniert das System nicht. Ja, ich denke, das ist soweit dann mal beantwortet. Der Herr Körner hat auch noch eines gemacht, das habe ich jetzt vorher auch noch nicht gesagt, aus der Epoxidharzgrundierung, die Sie ja an Wandboden, innen, außen einsetzen können, können Sie auch noch einen Epoxidharzmörtel herstellen. Das heißt, Sie nehmen einfach die Grundierung und mischen in diese Grundierung einen Quarzsand, einen feuergetrockneten Quarzsand rein. Am besten sind es die gröberen Körnungen. Gängig ist hier zum Beispiel die Körnung 0,6 bis 1,2 mm. Mischungsverhältnis ist ein Teil Grundierung oder ein Gewichtsteil Grundierung, also 1 Kilo Grundierung zum Beispiel und 6 Gewichtsteile Sand, also in dem Fall dann 6 Kilogramm Quarzsand. Und dann können Sie sich diesen Epoxidharzmörtel herstellen. Das hat den großen Vorteil, Sie können damit Vertiefungen ausfüllen, also wo zum Beispiel große Löcher drin sind, wenn höhere mechanische Beanspruchung vorliegt. Sie haben den Riesenvorteil, auch bei Calciumsulfatestrichen zum Beispiel, wenn Sie irgendwas auffüllen müssen. Sie haben kein Wasser in der Grundierung drin. Sie haben damit bringen Sie auch kein Wasser in den Untergrund ein und das Material vernetzt, reagiert und am Folgetag haben Sie ein Material mit extrem hoher Festigkeit. Da haben wir jetzt gerade mal so eine Platte liegen, da zeigt Herr Körner gerade mal, indem er draufklopft, was wir da für eine Festigkeit vorliegen haben. Sie kommen also. Und die Festigkeit haben Sie schon nach 12 Stunden. Und
Damit Sie mal eine Vorstellung haben, Sie erreichen da Festigkeiten, die deutlich über den Betonfestigkeiten liegen. Wir haben hier zum Beispiel eine Druckfestigkeit zwischen 50 und 60 Newton pro Quadratmillimeter. Das ist schon was, das gibt schon was her. Und gerade für solche Anwendungsbereiche ideal, auch ein Epoxidharzmörtel einzusetzen. Dann wollte ich auch noch etwas anmerken, gerade was diese Sperre gegen Feuchtigkeit anbelangt. Das macht man im Fußboden und Parkettbereich, wo elastische und textile Beläge drunter kommen. In der Fliese machen wir das nicht. Wir sperren keinen Zementestrich ab bei überhöhter Feuchtigkeit. Das liegt einfach daran, dass wir Hartbeläge darauf verlegen. Und wenn Sie diese Estrichscheibe, was sie tun wird, leicht verformt, kann das zu Ablösungen oder Verwölbungen im Keramik- oder Natursteinbelag kommen. Deswegen, das machen wir im Fußboden und Parkettbereich. Das wollte ich eben auch noch anmerken. So, dann sind wir jetzt so weit, dass wir als nächstes mal auf unsere, sagen wir mal, kritischen oder kritischeren Untergründe eingehen können. Gerade solche wasserfreien Grundierungen wie die Okamul PUV Schnell oder die Okapox GF, die werden dann auch eingesetzt, wenn Sie in der Altbausanierung tätig sind und Sie reißen da zum Beispiel mal einen alten PVC-Belag raus oder Linoleum-Belag raus. Und dann können Sie auf solche Sulfitablaugeklebstoffe treffen. Sulfitablaugeklebstoffe wurden verarbeitet, so, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, so bis in den 70er Jahren. Damit wurden, wie gesagt, so Linoleumbeläge und so weiter verlegt. Die Sulfitablauge entsteht oder entstand bei der Papierherstellung und da war das ein Abfallprodukt und hat man dann einen Klebstoff draus gemacht. Und jetzt ist es so, jetzt sind Sie in der Altbausanierung unterwegs, reißen mal so einen Altbelag raus und haben diese Sulfitablageklebstoffe. Wenn Sie das jetzt hier in der Kamera so sehen, dann sieht es einfach aus wie ein normaler alter Kunststaatskleber, der wasserfest ist. Deswegen gehen Sie her, würde ich immer machen, wenn Sie in der Altbausanierung sind und Sie haben da Schichten, wo Sie einfach nicht genau wissen, was ist damit los. Bisschen Wasser oben drauf, man sagt Benetzungsprüfung dazu, kurz einwirken lassen. Der Manfred Reher macht es jetzt mit so einer Pipette. So. Lassen Sie es kurz einwirken, nehmen Sie den Finger, reiben Sie ein bisschen hin und her und dann werden Sie sofort sehen, haben Sie einen Sulfitablaugeklebstoff, wird es weich, schmierig, so gelbbraun, ist es ein alter Kunstharzklebstoff oder auch ein alter Dispersionsklebstoff, dann bleibt es so weit wasserstabil, dass Sie das einfach nicht anlösen können. Und wenn Sie das dann so feststellen, dann heißt es im Klartext, keine wässrige Grundierung. Und deswegen, Okamul PUV schnell enthält kein Wasser, Okapox GF enthält kein Wasser, dann diese Grundierungen dafür einsetzen. So, Herr Dreher. Gut, Sie sehen ja, ich habe Wasser aufgehebt, die Zeit, ich habe nicht mal 30 Sekunden und man kann schon eine Reaktion feststellen, der Kleber löst sich an. Ich treibe jetzt mal mit dem Finger und ich zeige es jetzt mal in die Kamera, wie sofort so eine bräunliche Substanz entsteht. Der Kleber löst sich jetzt praktisch komplett mit Wasser schon auf. Es entsteht so ein Schmierfilm und das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man hier den falschen Vorstrich auf wässriger Basis einsetzt und darauf dann spachtelt, dann kann man sich vorstellen, was dann passiert. Der Kleber gibt keinen Halt. Die Spachtelmasse bringt ja auch nochmal Feuchtigkeit zu. Der Kleber löst sich an und die ganze Spachtelmasse fällt in praktisch mehr oder weniger raus. Und das heißt praktisch hier so ein einfacher Test, 30 Sekunden und ich habe Gewissheit, ob es ein wasserlöslicher Klebstoff ist. Und dann kann ich auch reagieren und sage so, jetzt setze ich auf solchen Klebstoffen keine wässrige Dispersion ein, sondern eine Reaktionsharzgrundierung, in dem Fall bei uns PUV oder Okapox GF. Man sieht es ganz deutlich, sie wunderbar angelöst. Der ganze Klebstoff ist jetzt bald angelöst. Der wird auch nicht mehr fest, der bleibt dann so instabil. Auch hier deutlich erkennbar, Klebstoff löst sich an, also klares Zeichen von wasserlöslichen Klebstoffen, in dem Fall Sulfitablauge. So, jetzt wären wir auch so weit. Jetzt können wir mal den ersten Test machen, ob die Grundierung mittlerweile trocken ist. Wir haben jetzt hier, sind wir bei 9-10 Minuten. Der Dreher fährt jetzt mal hin und her. Komplett ausgeladen. Warte, ich helfe Ihnen geschwind. Also einfach mal die Grundierung hoch, fahr mal hin und her. Sie sehen also, wenn wir hier mal die Kamera draufhalten, es klebt nichts mehr. Fertig zum Weiterarbeiten. Dasselbe haben wir hier bei Okatmos UG30 und genauso bei Okatmos EG20. Das ist, was ich eingangs sagte, das ist eine ganz tolle Sache, diese sehr, sehr schnelle Trocknung, sodass Ihnen keine Wartezeiten entstehen. Und wir haben das genauso hier jetzt an den anderen Feldern, wo wir die Grundierungen 1:1 mit Wasser verdünnt haben. Auch die sind jetzt matt in den Untergrund weggeschlagen, trocken. Und jetzt machen wir sofort dann die Okatmos DSG, den zweiten Auftrag drauf. Und den, weil wir ja jetzt eine Feuchtigkeitssperre machen,
den machen wir dann unverdünnt, also pur. Und an den anderen, nach 20 Minuten, können Sie schon anfangen, Fliesenkleber aufziehen und Spachtelmassen darauf applizieren. So, bei dem zweiten Auftrag, da haben wir dann auch noch mal so ungefähr einen Verbrauch von etwa 100 Gramm. Und da kann ich Ihnen jetzt mal auch noch kurz zeigen, solange der Dreher grundiert, kann ich Ihnen hier mal noch eine Gipskartonplatte zeigen. Da haben wir mal drei Aufträge drauf gemacht. Ich halte jetzt mal so für die Kamera hin. Das sehen Sie hier, von Ihnen aus gesehen ist das links. Haben wir den ersten Auftrag, dann könnte man erkennen, so ein zartes Rosa. Den zweiten Auftrag mit etwas Farbvertiefung. Und hier ist dann der dritte Auftrag drauf und dann kriegen Sie so ein richtig kräftiges Rosa. Und dann kann man auch gut erkennen, dass hier Sattgrundierung vorliegt. Und gerade bei einer Feuchtesperre brauche ich das, damit sie diese Feuchtigkeit zurückhält, wie sie im Fliesenkleber oder auch der Spachtelmasse vorkommt oder dann auch im Untergrund. So. So, dann wären wir damit fertig und wie gesagt, jetzt nochmals 10 bis 20 Minuten Trockenzeit und dann erfolgt gegebenenfalls der nächste Auftrag, dann wieder diese kurze Trockenzeit und dann fertig ist die feuchte Sperre damit durch. So, dann gehen wir mal zum Schluss noch, gehen wir noch an unser Experiment oder an unseren Versuch, den wollten wir auch noch zeigen. Der Trainer nimmt sich das gerade mal raus. Ich komme dann in die Kamera vor. Genau. Die Grundierung ist trocken, da können Sie jetzt schon drüber laufen. So, wie gesagt, ich habe jetzt die zwei Taler gleichzeitig ins Wasser gegeben. Einmal diesen mit einer herkömmlichen Grundierung oder Vorstrich beschichteten Spachtelmassentaler und hier das gleiche mit DSG und dementsprechend beschichtet. Jetzt brechen wir einfach mal auf, hier brechen die Taler. Sie sehen jetzt schon in der kurzen Zeit, man sieht deutlich die Wassereinwanderung, man sieht in der Mitte noch einen kleinen weißen Kern, aber wir haben jetzt auch erst vielleicht 10, 15 Minuten die Taler drin. Aber hier sieht man deutlich die Wassereinwanderung in den Taler selber. Also es liegt keine Sperrwirkung vor. Und jetzt das Ganze mit der DSG. Sie sehen wunderbar, komplett heller Kern, keine Wassereinwirkung, die Sperrwirkung funktioniert tadellos. Und das auch über längere Zeit. Das heißt, so kann man wirklich sauber und schnell und auf Dispersionsbasis zementäre Untergründe, die mit Restfeuchtigkeit noch drin sind, absperren und dann sicher und vor allem auch schnell Bodenbelagsarbeiten darauf ausführen. Es gibt noch mal eine Frage oder so eine Richtungsfrage wegen der Temperatur, wegen der Trocknung. Wie ist es bei 16 Grad Bodentemperatur oder generell? Könnt ihr was zu dem Thema noch sagen? Ja gut, bei uns im Fußboden gibt es klare Richtlinien, da gibt es auch Normen und Regelwerke und dementsprechend ist hier ganz klar, wird ganz da ausgesagt, die Untergrundbodentemperatur. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens beim Bodenbelagsgewölk mindestens 15 Grad betragen. Das ist das Minimum, was man nicht unterschreiten sollte. Und das Maximum wäre natürlich genauso gehen, also zum Beispiel nicht über 25 Grad. Das sind so die Bereiche, wo wir dementsprechend uns bewegen sollen. Insbesondere natürlich, wenn ich in Reaktionshaftgrundierung gehe, wenn ich dort zu niedrige Temperaturen habe, das heißt unter 10 Grad, dann wird die Reaktionshartgrundierung nicht mehr durchhalten und sie bleibt dauerhaft klebrig oder sie funktioniert einfach nicht. Darum ist auch ganz wichtig, bei uns im Fußbodenbereich ganz klar, die Temperaturen müssen gegeben sein und das heißt plus oder höher 15 Grad. Und anmerken können wir dann noch, selbstverständlich, wenn Sie jetzt nur plus 5 Grad Raumtemperatur hätten und hättet 95% Luftfeuchtigkeit, genau, dann ist es ganz klar, dass so eine Grundierung natürlich auch langsamer trocknet, aber trotzdem, sind Sie denn damit immer noch schneller wie mit irgendwelchen anderen Grundierungen, wo Sie dann viele, viele Stunden warten müssen, bis Sie überhaupt weiterarbeiten können? Aber klar, kühl, kalt und hohe Luftfeuchtigkeiten werden auch die Erhärtungsgeschwindigkeit, die Trocknungsgeschwindigkeit einer Dispersionsgrundierung eben reduzieren. So, dann wären wir jetzt eigentlich mit dem technischen Teil soweit fertig. Super. Liebe Zuschauer, liebe Kunden, sollten Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben, die Kieselanwendungstechnik steht Ihnen jederzeit gerne für irgendwelche Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail, wir sind da. Und wenn jetzt noch
wie gesagt, was an Fragen auftreten können, melden Sie sich einfach bei uns. So, Herr Mack, das war es jetzt mal von unserer Seite, von der Technik. Vielen, vielen Dank an die Kollegen. Einmal mehr eine super Vorführung und eine super Erklärung. Der Herr Lauser hat es gesagt, wenn Sie noch Fragen haben sollten, können Sie natürlich auch im Nachgang zu diesem Live-Webseminar noch Ihre Fragen stellen. Ich habe noch zum Abschluss zwei Anliegen. Zum einen möchte ich Sie heute schon darauf hinweisen, unser komplettes Seminarprogramm für nächstes Jahr ist schon unter www.kiesel.com abrufbar. Und by the way, wir haben seit dieser Woche eine komplett neue Webseite. Also gehen Sie drauf, machen Sie sich vertraut mit der neuen Seite und ich hoffe, sie kommt gut bei Ihnen an. Und wie gesagt, Sie können dort die geplanten Live-Seminare, sofern es den Corona dann auch zulässt, dort schon mal einsehen und aber auch alles, was wir im Webseminarbereich vorhaben. Und dann zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch eine Veranstaltung ans Herz legen, die wir Mitte Januar, genauer gesagt am 20. und 21. Januar hier ausstrahlen werden aus der Denkfabrik, und zwar Denkfabrik TV, ein komplett neues Format, das wir im neuen Jahr präsentieren werden. Am 20. Januar wird es primär um das Thema Fliesentechnik gehen und am 21. Januar dann jeweils ab 16 Uhr um das Thema Fußbodentechnik und Parkett. Wir werden neue Produkte vorstellen, wir werden Reportagen zeigen, also seien Sie gespannt, auch hierzu Informationen auf unserer neuen Website und werden wir nach und nach auch über Facebook Sie darüber informieren. So, ich sage vielen Dank nochmal an die Kollegen, vielen Dank für Sie, an Sie zu Hause, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, alles Tschüss. Gute. Tschüss. Tschüss.